Suicide Prevention Month, eine Aktion, bei der Sie auch, wir alle mithelfen können. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich war am 2. September 2023 in Dresden beim Kraftklub-Konzert im Ostra-Gehege in der Rinne. Und es war ein ganz tolles Konzert und da gab es auch mehrere Vorbands und eine dieser Vorbands, die Band Die Tränen, deren Sängerin hat dann am Anfang ihres Gigs da ein paar mahnende Worte an uns alle gerichtet und da ging so ein richtiger Ruck durch mir durch, wo ich gedacht habe, Mensch, klasse, dass sie uns da nochmal drauf gestoßen hat, sozusagen mit der Faust richtig ins Gesicht geschlagen hat und gesagt hat, Leute, Suicide Prevention Month oder wie wir sagen, Welttag der Suizidprävention. Und sie hat uns gesagt, die Sängerin, dass doch so viele Menschen jedes Jahr wegen Suizid sterben und dass oftmals viele dieser Suizide einfach leider unnötig sind. Und wir sollten doch ein bisschen aufpassen auf unsere Angehörigen, Nächsten und so weiter. Ja, und das war wie so ein Donnerschlag bei mir, wo ich mir gedacht habe, Mensch, Leute, alles klar. Ich bin doch hier Fachanwalt für Sozialrecht und ich mache Rentenberatung. In unserer Kanzlei haben wir schwerpunktmäßig mit Erwerbsminderungsrenten zu tun und dort wiederum schwerpunktmäßig, also Hauptschwerpunkt unserer Tätigkeit, die psychiatrischen Erkrankungen. Meine Damen und Herren, und ich zeige Ihnen das einfach mal, was im Wikipedia dazu steht. Ja, wir haben hier den Welttag der Suizidprävention und das wurde damals 2003 das erste Mal für den 10. September als Welttag der Suizidprävention, Suicide Prevention Day oder Prevention Month sozusagen ausgerufen und der gesamte Monat September ist sozusagen ein Monat, wo wir uns doch oder wo alle sich sozusagen ein bisschen um gefährdete Menschen, die suizidgefährdet sind, die psychiatrisch erkrankt sind, doch mal kümmern können. Und wenn ich das hier so lese, jährlich nehmen sich nach WHO rund 800.000 Menschen das Leben. Das entspricht einem Suizid in aller 40 Sekunden. Das ist also völlig irre. Und die 800.000 ist noch nicht einmal die wirkliche, echte Zahl, sondern das sind möglicherweise, da fehlen also noch viele, viele andere. Ja, meine Damen und Herren, und ich hatte es Ihnen ja gesagt, in unserer Kanzlei beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit psychiatrischen Erkrankungen. Wir haben es sehr, sehr häufig mit Fällen zu tun, mit schwersten Depressionen, Auswegslosigkeit, Angstzustände, Schlafstörungen, völlige Veränderung des Lebensrhythmuses, also sozusagen ein völliger Kopfkrebs, ich kann das nur sagen, aus dem viele Menschen ohne fremde Hilfe überhaupt nicht mehr rauskommen. Und viele von denen, die sich tatsächlich jeden Tag, alle 40 Sekunden ums Leben bringen, denen könnte geholfen werden, wenn wir letzten Endes oder wenn die letzten Endes jemanden haben, der ihnen zuhört, der mit ihnen redet, der vielleicht sie auch dazu bringt, in eine Therapie zu gehen. Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist es letzten Endes, so sehe ich hier auch diesen Aufruf auf Rentenbescheid 24, kümmern Sie sich bitte um Ihre Familienangehörigen, kümmern Sie sich bitte um Ihre Kinder, um Ihre Arbeitskollegen, wenn Sie da merken, dass es Veränderungen gibt, dass die Leute auf einmal inaktiv werden, dass sie stumm werden, dass sie stumme Hilferufe rausschicken, dass sie traurig sind, ja, dann fragen Sie doch einfach, was ist mit dir los? Kann ich dir helfen? Gibt es irgendetwas? Vielleicht auch letzten Endes, wenn dann die Gespräche anfangen zu sagen, komm, ich helfe dir, ich suche dir einen Arzt, der dir vielleicht mal helfen kann, dass ich der das mal angucken kann. Also meine Damen und Herren, der Suicide Prevention Day oder Prevention Month oder die der sogenannte Welttag der Suizidprävention, der hat tatsächlich einen Anknüpfungspunkt auch an unsere Tätigkeit in der Kanzlei. Und glauben Sie mir bitte eins, das wird Ihnen dann mein lieber, geschätzter Kollege Frank Weise auch in anderen Videos nochmal klar machen, dass wir uns auch diesen Menschen tatsächlich annehmen, dass wir da auch nicht nur sagen, Mensch, ja, du bist jetzt schwer krank und komm, jetzt kriegst du eine EM-Rente. Nein, sondern dass wir denen dann auch raten, komm, geh bitte zum Arzt, geh zum Psychiater, geh irgendwo hin und lass dir Hilfe geben, dass du hier aus dieser Falle rauskommst und dass du mit deinen Problemen langfristig gesehen auch gut leben kannst. Also meine Damen und Herren, bitte nicht weggucken,
nehmen Sie Ihre Hand ins Herz, sprechen Sie mit Ihren Leuten, schauen Sie bitte mit offenen Augen in Ihre Umwelt, gucken Sie sich bitte an, was passiert auf meiner Arbeit, wer ist eventuell davon betroffen, reden Sie mit denen, Sie können wirklich helfen. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche und denken Sie bitte am 10.09.2023 an den Welttag der Suizidprävention. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.